Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Unboxing Planet. Diesmal wieder ein kleines Päckchen von der Firma Aoki. Das ist ein Dualport Wandladegerät und wir schauen jetzt einmal hinein, was man da alles bekommt. Viel ist es nicht, aber es ist verdammt nützlich. Wie gewohnt, Bedienungsanleitung ist enthalten. Ein kleines Aoki-Sticker mit der 24-monatigen Garantie. Das ist gleichzeitig auch die Garantiekarte. Und dann ist noch dieses Wandladegerät, also ja, normaler EU-Stecker ohne Erdung. Und das Ganze in so einem kleinen Würfelformat. Und vorne hat man zwei USB-Steckplätze. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal aus der Nähe an. Ja, auf diesem Wandladegerät bzw. auf diesem kleinen Würfel ist noch eine Schutzfolie drauf. Die werde ich gleich einmal entfernen. Und dann kommt eigentlich das Ganze schön zum Vorschein. Es ist so Klavierlack ähnlich das Ganze. Also das sieht man, wie schön das glänzt. Also hier bekommt man nicht nur ein hochwertiges Produkt, sondern auch wirklich vom Design her ein ansprechendes Produkt. Oben haben wir ein Aoki-Logo, dann zwei USB-Steckplätze mit je 2,4 Ampere. Natürlich auch intelligente Ladesteuerung. Es erkennt das angeschlossene Produkt bzw. Die angeschlossene Technik und liefert dementsprechend die benötigte Stromstärke. Dann haben wir hier zwischen den beiden Steckplätzen haben wir dort noch eine Status-LED. Jetzt sieht man es, ein kleines Loch, dort ist die Status-LED und das zeigt an, ob es gerade geladen wird oder nicht. Ja, und jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick in die Bedienungsanleitung, die natürlich wie immer auch in Deutsch vorhanden ist, und schauen uns da einiges zur Technik an. Also beide USB-Ausgänge, 1 und 2, haben Ausgang 5 Volt und maximal 2,4 Ampere. Also wenn man zwei Geräte ansteckt, dann teilt sich das auf in 1,2 Ampere. Ja, das Ganze hat ein Gewicht von 35 Gramm, also extrem leicht. Die Gesamtleistung sind 12 Watt. Und die Modellbezeichnung ist Aoki PA-U32 Wandladegerät. Also um ganz genau zu sein, Dualport Wandladegerät PA-U32 von Aoki. So, das war's auch schon von diesem kleinen Unboxing. Ein wirklich nützliches Teil. Schaut auch sehr gut aus. So Hochglanzoptik, wie man es hier jetzt in meiner Hand sehen kann, spiegelt auch wirklich sehr schön. Das Ganze Klavierlack schwarz und schaut auch dementsprechend wirklich sehr gut aus. So, ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video.